Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video, diesmal ein Unboxing. Da ist nämlich die Firma auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich das vielleicht mal unboxen möchte und mal testen möchte und euch mal zeigen möchte. So. Über den Karton wegschmeißen. So. Und zwar ist es so ein kleiner Beamer von Vankoi. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Ist auch ein Full-HD-Beamer. Soweit ich weiß. Ihr habt dann nochmal das gleiche Bild. Glaube ich, ja, so fast gleich. Soll so um die 80, 90 Euro kosten. Also ist jetzt ein preisgünstiger Beamer. Aber wir werden uns den mal angucken, was da so drin ist. Also für unterwegs oder so, wenn man zu Freunden fährt und irgendwie, ja, was weiß ich, Laptop anschließen will oder irgendwas gucken will oder Fotos gucken will. So, ich mach mal den Karton hier rüber. Das finde ich sehr schön. Da ist einfach mal alles in der Tasche drin. Wie geil ist das denn? Ich mache euch mal runter. Also wie geil ist das denn? Also das finde ich geil. Ja. So, dann werden wir mal auspacken. Achso, ich packe erstmal die Kabelei aus, die lege ich mal hier zur Seite. Die mit bei ist, die gucken wir uns dann gleich an. Der Beamer ist hier auch schön drin. Wartet mal, wie könnt ihr denn sehen? Also hier ist der Beamer drin. Ihr habt auch dann so Klettband, damit er auch nicht hin und her fliegt. Und hier sind die Kabel. Was halt geil ist, ist auch, ihr könnt euch das Fach für die Kabel auch rausnehmen, falls ihr einen größeren oder mehr Platz braucht. Oder hier kommen noch Kabel dazu oder so. Dann könnt ihr das halt hier schön groß machen oder halt was kleiner machen. Finde ich, ist so gut gelöst. Achso, dann haben wir hier oben noch was drin. Das gucken wir uns auch gleich an. So, dann nehmen wir mal. Werbung hier weg. So. Brauchen wir nicht. So. Das ist halt nur so ein Zettel, dass, wenn man den gut findet, kann man doch mal bitte Bewertung da lassen. Sieht doch. Also vom ersten Eindruck macht er einen guten Eindruck. Ja, wir werden mal gucken, wie das Bild dann nachher wird. Schicki, schicki, schicki. Strom, Anschlüsse, das gucken wir uns aber alles dann genauer im Hardware-Video an. Hier wollen wir ja nur auspacken und angucken, was da jetzt alles mit bei ist. Ich muss aufpassen, nicht, dass ich da wieder übertreibe und dann halt aus dem Unboxing gleich das Hardware-Video mache. Oh! Und das können wir ja zu hier lassen. Hier, das brauchen wir nicht. Ich habe mich gewundert, was dafür Holzstäbchen mit bei sind, wollte ich schon sagen, hier Duftstäbchen oder Zigaretten hier, Streichhölzer. Nee, das sind so eine Art Ohrenstäbchen, aber in lang. Zum Putzen. Damit man an die Rillen kommt, ist ja geil. Und natürlich ein Putztuch. So, dann haben wir das, also Beamer, Putzzeug, dann haben wir hier noch eine Anleitung, wie man was einschließt, wo was anschließt, welches Rad was macht und wo VGA ist und warum VGA VGA ist und so. Haben wir das? Na, das können wir hier hinten hinlegen. Dann haben wir hier
nochmal Supportkarte, zufrieden, unzufrieden nochmal als Karte. Und dann nochmal ein Anleitungsheft, also ein User Manual in Englisch, Deutsch, Französisch, Espanol, Italienisch und ich denke mal Chinesisch oder Japanisch soll das sein. So 7 Seiten rum ist eine Anleitung. Ja, steht halt nochmal so das drin, was wir eben so in etwa hatten, aber halt ein bisschen detaillierter. So, dann haben wir einmal ein Stromkabel. Ist dann halt normaler Stromkabel und hier haben wir dann halt so wie von der PlayStation Pro jetzt, ja, so ein kleinen oder vom Rasierer kennt man das ja auch. So, haben wir einmal das. Dann haben wir einen HDMI-Kabel mit bei, wo die Kontakte silber sind, also ist ein silberner von außen, muss jetzt nichts heißen. So. Na komm. Na komm, mach doch. Ich würde das wieder zu haben, weil ich werde dann wahrscheinlich einen anderen HDMI-Kabel nehmen. So. Dann haben wir nochmal eine Schraube. Die wird, denke ich mal, für unten sein. Ja, mit dem Gumminuppel, dass man den halt vorne höher machen kann. Und dann nochmal ein Klinkeanschluss. Also ein Klinke auf zwei, nee, auf drei Cinch. Wer nutzt denn sowas noch? Also hier, ich verwechsel das immer, Komponente, Composite, ich verwechsel das immer. Eins hat 5 Anschlüsse, eins hat 3, also ich glaube Komponente war nur 3. Und Composite war das große mit 5. Ich, Komponentenkabel, also rot, weiß und gelb. Also, ich weiß nicht, wer das jetzt noch nutzt, aber es ist halt mit bei. So, und dann haben wir eine Fernbedienung, die, das erinnert mich so ein bisschen an, ja, naja, Fire TV auch so ein bisschen, aber ich glaube Apple TV, da sieht die so ein bisschen aus. Also ich habe mein Apple TV auf Bildern gesehen und wenn ich mich recht erinnere, sah die so in etwa aus. Also könnt ihr ja mal unter in die Kommentare schreiben, ob die so aussah. Und dann packen sie mal aus, wir brauchen sie ja sowieso. Batterien sind nicht mit bei. Also Batterien nicht im Lieferumfang enthalten, oder? Ich, jetzt mache ich auf und Batterien sind drin. Ja. Nee, sind natürlich keine Batterien drin. So, Fernbedienung. Ja, das war doch schon zum Unboxing. Lieferumfang finde ich okay. Strom, HDMI, Komponente. Putzzeug. Fernbedienung, klar, brauchen wir. Und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns im nächsten Video, wo wir uns den Beamer dann genauer angucken, was für Anschlüsse er hat. Wo wir uns die Fernbedienung nochmal angucken, wie sie verarbeitet ist, ob sie gut in der Hand liegt und alle drum und dran. Däumchen wären Träumchen. Achso. So, ein bisschen freundlicher. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.